Servus. Morgen. Hast du ein Chick? Nein. Ah, kein Stummel mehr. Hörst, ich hab gar nichts. Gott, wenn der Schlang fährt, Chick. Fürs der Schlang gibt's auch kein Chick, sondern maximal Gefängnis. Frausteln und Suchteln ist eine scheiß Mischung. Erst Franz, schau dich um, es hat 20 Grad. Setz dich her und mach einfach mit. Ich habe jetzt schon von einer Chick geträumt. Was hat die gemacht? Die hat mich geraucht. Klingt unbequem. Wurscht, Hauptsache Nikotin. Hast du es denn bald? Aber du magst eine Chick, oder? Nein. So wie es klingt, willst du eine. Ich halt durch. Sicher. Ach, frei bis Weihnachten. Ja, aber so ein Chick macht das Kraut doch nicht fett, oder? Das habe ich auch gesagt, aber du bist der Sturschädel mit den unrealistischen Bedingungen. Rauchfrei bis Weihnachten. Ich besorge dir jetzt ein Chick. Erst, Franz, jetzt machen ihn wieder alles kaputt. Einen Tag hast du ja geschafft. Hey, Entschuldigung, hast du... Nein. Kein Geld, Chick. Bin nicht Raucher. Du rauchst gerade auch nicht. Das sind meine Letzten, ne? Ich will wirklich nur eine, bitte. Oder zwei, wenn's geht. Hä? Die Pappen. Jetzt in der Trafik haben so viel, dass sie das verkaufen. Ignoriere die Deprimierung einfach, bitte, ich will nur einen Chick, okay? Ach, holperte, das auch schon tun. Also, dann hebst du ein paar Stummel von der Rede auf, ne? Da rauchen sie eh alle Brot. Darüber zahl. Da schau her. Ein richtiger Philanthrop, hä? Hey, soll ich die Schuhe aber lecken, wenn ich schon unten bin, du Arschloch? Jetzt geben sie ihm so eine Zigarette, nur bevor er explodiert. Erst gib eine Ruhe und sitz dich wieder hin. Und hör auf, mich zu sabotieren. Ich brauch da gar nichts sabotieren, du schaust gekonnt an auch nicht. Wieso ein Mucken, den man nicht der Schlung kriegt? Windskraft nennt man das, Franz. Windskraft, ich bring dir das gern bei. Der Mann gefallen. Halt die Papen. Weil sonst reiß ich deinen Schädel aus und schmeiß den ins Gesicht. Erst wird Lana knapp daneben. Der Gullideckel ist 5 Meter in die Richtung. Erst, gib mir Ruhe. Was machst du denn? Geh weg. Jetzt, hörst du jetzt auf? Nimm deine Fist weg. Kannst nicht einmal... Putzte! Hör auf! Franz, reiß dich zusammen, 10 bis 10. Hör auf! 1. Hör auf! 2. Geh weg! Gib her! Na! Gib her! Franz! Du nervst. Wie war's? Franz. Hör auf. Lass das bleiben, ich habe keine Lust auf den Scheiß, wirklich. Na komm. Ja. Okay. Geht schon. Gut. Mhm. Alles okay? Sicher, hast du mich nicht erwischt. Gar nicht gewusst, dass es nach Punkten geht. Ja, sicher geht's nach Punkten. Ach so.
So leicht aber nicht. Ist okay? Sicher. Hast mehr getroffen. Reißt euch zusammen, ha? Oder ihr nehmt die wieder mit. Hm? Eins. Zwei. Oh. Oh. Danke. Ich fühle ungut wegen vorher. Ne? Weißt du? Das Burschen. Nikotinpflaster oder Kaugummi, irgendwas. Oder? Alles gescheit, als sie die Schädeldecken einschlagen, oder? Morgen gehen wir Faschen spielen. Ne? Du Feuerzeug? Nein. Ich war kein Feuerzeug. Ich wollte eh nicht rauchen. Ich wollte auch nicht rauchen. Rauche bis Weihnachten. Rauche bis Weihnachten. Und auch kein Alkohol, gell? Alter, das schaffst du nie. Ich hab gehört, Nikotin wirkt schmerzlindernd, gell? Na ernsthaft, die haben das zur Behandlung von Hämorrhoiden verwendet, also ideal für dich. Wenn da wer Hämorrhoid ist, dann bist du das, weil du gehst noch gewaltig am Arsch. Das ist gerade du mit deiner Schambehaarung im Gesicht. Sei nicht immer so neidisch, du kommst auch noch in die Pubertät. Du, wenn's nicht besser wird, schmier mir einfach Hämorrhoidensalbe drauf. Die fällt auch nichts nächstes mehr, ha, du lästiger Hund, du! Ich würde jetzt da sitzen, mein Leben da chillen und das schöne Wetter genießen, wenn du, lästiger Hund, nicht kommen wärst. Ja, aber Feuerzeug. Ich? Aber Feuerzeug. Zwei 0.